Völlige Eskalation in Berlin-Neukölln. Es geht um eine Informationsveranstaltung des Bezirkes und des Senates für eine geplante Flüchtlingsunterkunft im schönen Berlin-Neukölln. Die Anwohner, sie sind nicht nur stinksauer, sie haben den Intelligenztest nicht bestanden. Ich zeige euch die Wahlergebnisse der Vergangenheit. Die Leute, die sich jetzt darüber beschweren, was man ihnen vor die Nase setzt, sind selbst dafür verantwortlich, was nun mit ihnen geschieht. Damit aber erstmal herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Es ist schon wirklich phänomenal, wie die Gutmenschenpolitik immer dann endet, wenn sie vor der eigenen Haustür dann sichtbar wird. Wir haben das schon gesehen bei vielen, vielen Gelegenheiten, Projekten, Parteien, Ideologien und immer wieder passiert genau das Gleiche. Im südlichen Berlin-Neukölln gibt es den Pritzer Garten, ein Naherholungsgebiet, in dem man spazieren kann, auf einer Bank verweilen kann, sofern keine Corona-Maßnahmen stattfinden, und dort ist es einfach ein idyllisches Fleckchen im Vergleich zum Rest von Neukölln oder zum Rest von Berlin. Dort eben auf dem Parkplatz dieser Grünanlage wollen sie jetzt ein Containerdorf für Neuankömmlinge errichten. Und hier gibt es auch Stimmen von der AfD, die das nicht ablehnen. Nein, 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 ich zeige euch das. Bitte bis zum Schluss dranbleiben. Aber eins vorweg, wie hat man denn gewählt in Berlin-Neukölln? Wir können uns hier mal anschauen, die Wiederholungswahl von letztem Jahr zur Bezirksverordnetenversammlung. Der Bezirk ist es nämlich, der die Standorte an den Berliner Senat meldet und hat hier natürlich Einfluss. Und da ist es passiert, letztes Jahr am 27. Februar, dass die AfD nur 7,5% der Stimmen in Neukölln geholt hat für die Bezirksverordnetenversammlung. Im Vergleich zu davor haben sie hier 5,3% verloren. Was haben die Leute gewählt? CDU, SPD, Grüne und Die Linke. Die Wahlergebnisse hier: 24% für die SPD, 27% für die CDU, 17% für die Grünen, 14% für die Linken. Das sind die Ergebnisse von Gesamt-Neukölln. In Britz ist es ein bisschen mehr AfD, natürlich. Aber es ist hier mal wieder phänomenal, wie man jetzt von seiner eigenen Fehlentscheidung der letzten Wahl anscheinend überrollt wird. Überrollt worden ist aber auch die Senatorin Kanzel Kiziltepe von der SPD. Ich kann diesen Namen nicht aussprechen, ist leider nicht so deutsch, dass es mir geläufig wäre, diesen Namen auszusprechen. Ihr kennt sie, die Integrationsbeauftragte der SPD in Berlin. Sie sagte dann auf dieser Informationsveranstaltung: Seien Sie bitte leise, dann hören Sie mich auch. Die Veranstaltung hat im Pritzer Garten stattgefunden und die Leute, ihnen steht das Wasser sprichwörtlich nicht mehr bis zum Hals, sondern es steht schon Oberkante. Und ich kenne Leute aus Neukölln, ich kenne auch Migranten aus Neukölln, die wirklich das, was wir dort tun mit der Flüchtlingspolitik, als völligen Wahnsinn beschreiben, weil sie sagen, Neukölln ist schon Brennpunkt-Hotspot in Berlin. Genauso wie Wedding, ja? Und dann kommt der Senat auf die Idee und meint, dort noch Minderheiten reinzusetzen, die ebenfalls für Brennpunkte sorgen, würde dem Brennpunkt Neukölln guttun. Das habe ich schon gehört vor 5 Jahren in Neukölln und jetzt ist den Leuten hier die Hutschnur geplatzt. Es gibt noch einen weiteren Videoausschnitt. Bla, bla, bla. Herausfordernde Zeiten und internationale Verpflichtungen, die uns dazu zwingen, Schutzsuchenden hier Schutz zu gewähren. Und da muss man mal sagen, das sind wieder Fake News von Regierungsseite, hier von der Senatorin aus Berlin. Es gibt internationale Verpflichtungen, dass wir Leuten Schutz gewähren müssen. Es gibt aber keine internationale Verpflichtung, dass wir jedem, der kommt, hier Schutz gewähren müssen. Das wollen sie uns aber immer einreden. Nicht vergessen, das Land Berlin kam auf die glorreiche Idee, man ruft eine Notlage aus, um neue Kredite aufzunehmen, um das Taschengeld der Neuankömmlinge zu finanzieren. Leute, ist kein Spaß, das denke ich mir nicht aus, das denken sich diese wahnsinnigen, völlig verrückten Politiker aus. Bis jetzt
haben Sie es damit noch nicht in die Öffentlichkeit geschafft. Wenn Sie aber auf meinem Rücken Schulden machen dafür, dass es in meiner Kita, dass nichts repariert wird, dass die Schulen hier weiter kaputt sind, um dann aber jedem, der über die Grenze kommt, Geld in den Hals zu schmeißen, Leute, dann nehmen wir mal den Kampf um jeden Cent, den wir hier Steuern zahlen, mal etwas genauer. Man ist ja inzwischen dazu geneigt, wenn gewisse Dinge, wenn es sich um 10 Euro handelt, die man dem Finanzamt schenken muss, erspart man sich die Mühe und die Arbeit, dem unfähigen Beamten auf der Finanzverwaltung wieder einen ellenlangen Brief zu schreiben und schluckt die Kröte und bezahlt auch diese 10 Euro. Es ist jetzt hier für nächstes Jahr der Baubeginn geplant für eine Unterkunft. Es gibt selbstverständlich dagegen eine Petition. Es gibt einen Antrag der AfD in Neukölln. Aber die AfD in Neukölln hat sich hier fehlerhaft geäußert. Geäußert hat das Ganze der AfD-Fraktionsvorsitzende Julian Potthast. Der arbeitet übrigens im Deutschen Bundestag bei einem Mitglied des Deutschen Bundestages, welches verrate ich nicht, das ist privat, aber er sagt hier, Zitat, die Ansiedlung von Migranten im Sangerhauser Weg ist grundsätzlich falsch. Der Standort ist ungeeignet. Es fehlt an Infrastrukturanbindung und so weiter. Er sagt, dass die Ansiedlung von Migranten im Sangerhauser Weg grundsätzlich falsch ist und es ist der ungeeignete Standort. Er sagt nicht, dass generell die Ansiedlung von Migranten falsch ist. Das ist es aber, was im AfD-Wahlprogramm steht. Hier werden also kleinere Brötchen gebacken in Berlin-Neukölln. Doch die Leute, sie haben gewählt, ich habe es euch gezeigt, Rot, Schwarz, Grün und die Linke. Und dann wundern sie sich, dass diese Leute nur eine Priorität haben, denen, die hier neu sind, alles zu ermöglichen und sagen, die, die hier schon länger sind, die sollen die Party bezahlen. Das Ganze ist an Absurdität nicht zu überbieten und ich bin mal gespannt, wie das Ganze hier ausgeht. Das ist nur einer von 16 weiteren Standorten, den sie geplant haben und es wird ihnen irgendwann alles um die Ohren fliegen. Es gibt mehrere Szenarien, wie das um die Ohren fliegen hier passieren kann. Mir ist mein Video heute Morgen auch um die Ohren geflogen. Die Leute, sie schalten ab, weil ich den Landeswahlleiter zitiert hatte mit Wählenden und nicht mit Wähler. Dabei habe ich nur abgelesen. Ich hatte darauf gar keine Acht gegeben. Und jetzt kann man sagen, der Gender-Selbsttest ist grandios gescheitert. Die Leute deabonnieren, weil sie intolerant sind gegenüber Leuten, die gendern. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich habe vorgelesen, was dort gegendert gestanden hat. Ich habe mir das ja nicht selbst ausgedacht. Und alleine das Vorlesen eines solchen Textes nötigt gewisse Leute ab, hier Hasskommentare, nee, das ist mir egal, können Sie mich hassen, sollen Sie machen, wenn Sie Spaß dran haben. Aber dann deabonnieren Sie hier, wo ich immer sagen muss, ja, ganz nach Björn Höcke, wir werden schwache Volksteile verlieren, sie werden von uns gehen. Und so sage ich, jeder, der so intolerant ist und mich deabonniert, weil ich irgendwo ein gegendertes Wort mit vorgelesen habe, da sage ich, diese Intoleranten brauche ich auf diesem Kanal nicht. Die können sehr gerne von dannen ziehen, wenn sie meinen, es gibt hier noch, es ist völliger Wahnsinn, Leute, aber mein Leid soll nicht euer Leid sein. Fragt doch mal, ob ihr jemanden kennt aus Neukölln. Ansonsten gibt es jetzt hier bestimmt wieder die Kommentare mit gewählt, wie geliefert und kein Mitleid. Ich finde es dennoch spannend, dass selbst in Berlin-Neukölln die Leute die Schnauze voll haben und dass sie sich dann hier von einer SPD-Troller wieder einlullen lassen. Ich bin mal gespannt, wann das Ganze hier mit härteren Bandagen geführt wird, dieser Kampf. Ein paar Unterschriften, ein paar Petitionen, das bringt hier gar nichts. Da muss mal demonstriert werden und mal wieder demonstriert werden mit Masse oder andere Aktionen, wie sie das immer nennen. Schreib mir mal deine Meinung unter dieses Video, abonniere diesen Kanal oder deabonniere ihn. Wenn du sagst, du bist auch so ein Intoleranter, dann möchte ich dich bitten, hier auch zu gehen. Wir brauchen keine Leute, die das nicht ertragen können. Das sind dann nämlich Leute, wo ich mir immer die Frage stelle, wenn sie bei mir schon so intolerant sind, haben sie dann überhaupt einen Partner? Wie tolerant gegenüber ihrem Partner sind sie? Aber das ist das Privatleben der Leute. Lassen wir das mal außen vor. Dieses Flüchtlingsheim wird nicht das letzte bleiben für Berlin und das wird auch nicht die letzte Diskussion sein. Die ganze Veranstaltung war letzte Woche Donnerstag, falls das jemanden interessiert. Ich bin gespannt, ob sie das jetzt bauen, ob die Leute irgendwas vorhaben oder nicht. Abonniere meinen Kanal X und Telegram, dann bleibst du immer auf dem Laufenden.